Okay, liebe Freunde, was geht ab? Euer Jiggy Jack Johnson, aka Jiggy JJ, aka Jigsaw, kennt ihr das? Guck mal, Leute, Training. Leute wollen wissen, wie trainierst du? Leute wollen wissen, was isst du? Guck mal, ich kann euch zeigen, wie man sich jetzt ein bisschen fit hält. Das Ding ist nur halt bei euch. Alle Fitnesscenter haben zu, alle Gyms haben zu. Aber es gibt keine Ausreden und man kann sich optimal draußen noch fit halten. Ich zeige euch jetzt einen schönen Corona-Lockdown-Ghetto-Workout, wie ihr euch schön fit halten könnt, wie ihr wenigstens Fett verbrennen könnt. Und wir haben gerade 16, 17 Uhr, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid gerade aufgestanden, ihr habt noch nichts gegessen, Cardio wollt ihr machen, alles hat zu, was machen wir? Ihr geht locker joggen, das macht ihr so 20 Minuten, halbe Stunde, wenn ihr könnt, wäre schön. An dieser Stelle, ich bin kein Fitnesstrainer, ich sage euch so meine Erfahrungen. Es ist nicht so, dass wenn ich euch das sage, es ist zu 100%, Leute, so müssen wir das machen. Nein, ich zeige euch meine Erfahrungen, was meinem Körper gut tut. Und wie ich auch mache am Wochenenden, da es auch hier Lockdown gibt. Folgendermaßen, ihr habt morgens nichts gegessen, ihr geht raus, ihr sucht euch einen Platz. Eignet sich meiner Meinung nach am besten ein Weg, eine Bahn mit Steigung bzw. Neigung. Eignet sich das am besten, finde ich. Und lass gar nicht lange fackeln, mein Bruder Noah ist heute auch am Start. Er hat mich besucht, wir haben Kleiner Bro gedreht. Das ist übrigens ein übertrieben krasses, krasses Video geworden. Wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich wird es sein, dass es nach einer Woche auch released wird. Es ist einfach unglaublich, das Video geworden. Wir haben ein unglaubliches Ding gemacht, oder Bruder? Krank. Krank. Auf jeden Fall, er begleitet mich heute und ich nehme ein bisschen auseinander. Und es wird schön. Also, let's go. Bruder, willst du mich verarschen? Wir wollten einen Blog für die Leute drehen. Ich wollte wenigstens wissen, den Leuten einmal was in meinem Leben Gutes geben. Nicht Machete, ein bisschen Sport. Bruder, du sitzt hier und isst Schokolade, Bruder. Was soll das? Bruder, bleib locker. Unser Song kommt jetzt raus. Wir gehen sowieso Gold damit, Bruder. Guck mal, wie wir aussehen, haben, Bruder. Wir sind übertrieben fresh. Willst du mich verarschen, Mann? Bruder, ganz klar, wir sind fresh. Ganz klar, der Song geht Gold, Bruder. Wir brauchen nicht darüber zu reden. Der Song ist Bombe. Aber Bruder, lass mich einmal in meinem Leben den Leuten bitte was Schönes mitgeben. Bitte, Bruder, steh auf. Leg die Scheiße weg, komm. 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 Jawohl, Junge, so will ich dich sehen. Okay, liebe Freunde, ihr habt gesehen, ihr joggt ein bisschen, hält euch fit damit. Morgens auf leeren Magen, wie ich gesagt habe, am besten für die Fettverbrennung. Verbrennt ihr den ganzen Tag am effektivsten. Ja, ganz wichtig auch danach, haut keinen Zucker, keinen Poacher rein. Oder hast du nicht gesehen? Wenn ihr das fertig habt, ihr macht ein bisschen Upper-Body, ihr sucht euch einen Park oder weiß ich nicht was. In eurem Blog, es gibt immer irgendwas. Wir haben in diesem Fall hier so ein süßes Gerät hier. Und was machen wir? Wir machen ein bisschen Liegestütze, wir machen ein bisschen Klimmzüge, wir machen ein bisschen Dips. Dips, Liegestütze für die Brust, Klimmzüge, ein bisschen was für den Rücken. Und wir können Kniebeugen machen, auch sehr wichtig. Jetzt in diesem Fall leider kein Gewicht dabei. Aber ihr könnt euch irgendwas nehmen, packt euch das so und dann könnt ihr eure Kniebeugen machen. Ich will gar nicht lange reden. Der Noah, mein Bruder, begleitet mich, wie gesagt. Und wir machen heute ein paar schöne Dinge. Let's go. So, Noah, Bruderherz, du bist dran. Noah? Noah? Noah! Bruder, wir wollten gerade wieder Sport machen. Wieder sitzt du hier in irgendeinem Café und isst irgendwelche Backwaren. Bruder, was soll der Scheiß, Bruder? Bruder, chill. Der beste Rapper der Welt war Dick und das war Biggie. Bruder, was redest du da? Der beste Rapper der Welt war Tupac, Dicker. Du musst erstmal noch recherchieren, großer Bro. Bruder, Biggie war der krasseste Mann. Du musst noch viel lernen, kleiner Bro. Dicker, wie auch immer, steh auf, komm jetzt. Okay, Leute, ihr habt gesehen, bisschen Dips, bisschen Klimmzüge, bisschen was von Upper Body, den Jungen aus dem Café rausgeholt. Jetzt, mein Bruder, Herr, mach mal ein paar Liegestütze. Let's go! Bruder! Bruder, willst du mich verarschen? Wir wollten Klimmzüge, das letzte Ding machen, damit wir schön abbrechen können, alles drehen können. Da haben wir 8 Minuten durchgezogen, haben wir auch ein bisschen Geld verdient. Du isst mir wieder hier Körner, Bruder, ja? Bruder, du bist Deutschrapper. Kein Fitnesstrainer.
Bleib bei deiner Sache, Mann. Du musst doch lernen, kleiner Bruder. Bruder! Weißt du was? Du hast recht. Ich bin kein Fitnesstrainer. Ich bin Rapper. Ich bin der beste Rapper sogar, Bruder. Komm, scheiß auf den ganzen Scheiß. Lass uns essen gehen. Komm. Doch, der Beste. Doch. Ich werde es allen beweisen.